fuck that, ich bleib wer ich bin und fahre weiter meinen eigenen Film. Ist so, cruise mit Schrittgeschwindigkeit durch mein Viertel, oh, glaub mir. Ist so, genau wie bei Jigga, Digga, watch it, soll mein Nase. So, Gary, my friend, keiner rappt so wie ich, Alter. Gary, Grüße gehen raus. Letzte Woche ein paar Voicemails gemacht. Der ist, glaube ich, gerade auf Kreta, Dicker. Ich bin ja nicht auf Kreta, sondern ich bin meistens nur auf Keta. Wahrscheinlich ist er wieder back. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, Mann. Garys letzte Nummer, die letzten Nummern waren alle dope. Gary ist eigentlich immer dope. Ist eigentlich immer dope, Dicker. Und auch, wie jedes Mal, freue ich mich hier drauf, Dicker. Keiner rappt so wie ich. Geht wahrscheinlich wieder in diese arrogante Gary, keiner rappt so wie ich, keiner taggt so wie ich, keiner rappt seine Flows auf den Track so wie ich, ich bin perfekt und du nicht, ich bin fett so wie Bitch, just mit Ass in dem Schlip, wenn ich im Cadillac sitz. Ey, ich hab nen Tee, die begrinsen. Und wenn ich dich dann anlache, liegst du mit Klappspaten halb tot im Sandkasten. Ich bin der beste Rapper ever in der Scene. Ey. Hab ich jetzt gespoilert? Oberkörper frei, jetzt wird's wild. Okay, direkt das erste, so ein Sound habe ich noch nicht von Gary gehört. Viel zu lange hab ich nur drauf gewartet, bis etwas passiert in dem Business. Doch langsam hab ich keinen Bock mehr zu warten. Nein, hier bin ich richtig, ich fick diese Szene. Kampiert das im Bündnis, dann Gary is back auf dem Beat, man, ich gebe. Ich finde, Gary hat auch so diese Art und Weise, dieses Können. Weil er hat ja wirklich, er bedient sich so teil wie kapiert das, ihr Bitches. Ist ja wirklich low. Also wenn du es einfach so auf dem Papier schreibst, so. Also ich glaube, viele Rapper würden so Zeilen halt gar nicht schreiben, weil es einfach kapiert das, ihr Bitches. Das ist so, das ist halt komplett austauschbar, halt so. Du kannst kapiert mit versteht, ändert Bitches, kannst du mit jedem x-beliebigen Schimpfwort, Frontwort aus der ganzen Welt auf der ganzen Welt austauschen. Und er macht sich da so scheinbar kein Hehl daraus, was er schreibt, aber er delivert es halt so fett. Es kommt trotzdem halt fett rüber, Digga. Viel zu lange hab ich nur drauf gewartet, bis etwas passiert in dem Business. Doch langsam hab ich keinen Bock mehr zu warten. Nein, hier bin ich richtig, ich fick diese Szene. Kampiert das im Bündnis, dann Gary is back auf dem Beat, man. Ich gebe der Szene so deep, ja, und wetten sie fährt sich nicht, denn sie ist voller Pussys. Ich nehm sie, dass jeder es sieht, Digga, Madison Square. Gary is there. Madison Square. Fährt sich nicht, denn sie ist voller Pussys. Ich nehm sie, dass jeder es sieht, Digga, Madison Square. Aber sie ist voller Pussys. Ich nehm sie, dass jeder es sieht. Madison Square. Versteh ich nicht, Digga. Hat ein bisschen Boyband-Touch, wenn er da so oben ohne rumsteht. Aber die Boxershorts von Ralph Lauren, schön anzusehen. Und wetten sie fährt sich nicht, denn sie ist voller Pussys. Ich nehm sie, dass jeder es sieht, Digga. Ach, großes Stadion, jeder sieht es. Madison Square, Gary is there. Habt ihr's vermisst? Ja, den fuck man inzwischen. Sind all diese Bitches von sich überzeugt. Doch ich hab kein Gewissen. Ich sorg dafür, dass sie jetzt tanzen und strappen. Den fuck man, sie spitten und shit auf den Track. Das ist fett. Ich mag auch, wie er immer mit dem. Guck mal, ich sorg dafür, dass sie tanzen und strippen. Ich hab kein Gewissen. Tanzen und strippen ist so das Ende der Zeile. Und er steigt dann in die nächste Zeile immer mit so einem Reim nochmal drauf ein. Das ist irgendwie ganz geil und sorgt halt irgendwie für so ein. Rat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 
dass die Zeile halt so ein gewisses Gewicht hat. Und wenn du mich jetzt fragst, und das ist überhaupt kein Front, ich feiere das, ne? Aber wenn du mich jetzt fragst, sag mir eine geile Zeile aus dem ersten Part, dann sage ich dir, weiß ich nicht, lass nochmal hören so. Wisst ihr, wie ich meine? Schreib die Zeilen auf Blätter für dich, denn okay, jetzt wird's interessant, jetzt probiert er sich aus, Digga. Kenne gar keine Regeln. Schreib die Zeilen auf Blätter für dich, denn sie peilen den Dreck einfach nicht. Zeig mir einen, der rappt so wie ich, der rappt so wie ich. Zeig mir einen, der rappt so wie ich. Ey, vergleichen ist besser, man ist. Denn der Scheiß, den du rappst, ist nicht sick. Rappst ist nicht sick. Zeig mir einen, der rappt so wie ich. Du findest keinen, der Daggers gibt. Keinen vergleichbaren Rapper wie mich, der rappt so wie ich. Zeig mir einen, der rappt so wie ich. Attitude ist geil, halt auch so diese Arroganz steht ihm unfassbar gut. Finde ich geil. Für mich ist es untypisch, das Soundbild von Gary Washington. Es fühlt sich für mich so an, als probiert er sich aus, und das finde ich gut. Vom Soundbild catcht es mich leider jetzt nicht ganz so hart, aber es ist vielleicht auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es halt von ihm kommt so. Aber ich glaube, das muss ich mehrmals hören, Digga. Zeig mir einen, der rappt so wie ich. Du findest keinen, der Daggers gibt. Keinen Vergleich. Dagger. Du findest keinen, der Dagger es gibt. Sie würde keinen, der rappt so wie ich, der rappt so wie ich. Zeig mir einen, der rappt so wie ich. Du findest keinen, der Dagger es gibt. Keinen vergleichbaren Rapper wie mich, der rappt so wie ich. Zeig mir einen, der rappt so wie ich, der rappt so wie ich. Zeig mir einen, der rappt so wie ich, der rappt so wie ich. Zeig mir einen, der rappt so wie ich. Du findest keinen, der Dagger es gibt. Keinen vergleichbaren Rapper wie mich, der rappt so wie ich. Es wird Zeit, dass das Blatt sich jetzt wendet. Ich bin es verdammt nochmal leid, doch im Fressen zu sehen. Alter, kann doch nicht sein, wenn ich komme, dann spürt ihr die Machtlosigkeit. Rap im Parts, um zu zeigen, dass nach meiner Pfeife getanzt wird. Und Digga, ich rate dir, keinen Fehler zu machen. Denn machst du mal einen, dann endest du so wie gekaperte Flames auf eine tragische Weise. Ich sag, das ist zum Beispiel, das war zum Beispiel fett. Das war zum Beispiel, fände ich, böse fett. Die Machtlosigkeit, Rap im Parts, um zu zeigen, dass nach meiner Pfeife getanzt wird und Rap im Parts, um zu zeigen, dass nach meiner Pfeife getanzt wird und dickert und bappert und teiben, dann machst du mal einen. Digga, ich rate dir, keinen Fehler zu machen, und dann machst du mal einen. Dann endest du so wie gekaperte Flames auf eine tragische Weise. Dann atmest du so wie gekaperte Flames? Fleiß auf eine tragische Weise? Sag es nochmal, komm, erzähl mir nicht, du wärst ein richtiger Gangster. Denn in Wahrheit schämt man sich für dich ja nur fremd wie für Michael Wendler. Ist ein Ball. Das ist nice, Michael Wendler teilen sind irgendwie immer nice. Egal! Du hattest mich nach dem Hallo. Einer liebt immer mehr. Es ist so verrückt, ich schwör's. Ich gebe dir alles! Digga, ich hatte mal so eine Fremdscham-Cringe-Zeit. Oh, ich wichse mir jedes Mal selbst ins Face, Alter. Ich verpasse mir selber immer Cum-Shots. Hatte ich mal so eine Zeit, als dieses EGAL rauskam, dass ich mir mit meiner Freundin und mit so ein paar Freunden halt immer mal so dieses ganze Abends-Wendler reingezogen habe, um uns einfach wegzucringen, so, ne? Und das war wirklich teilweise sehr unterhaltsam, Digga. Denn in Wahrheit schämt man sich für dich ja nur fremd wie für Michael Wendler. Ist hab alles gesehen, Rapper gehen von einem Camp zu einem anderen rüber. Nennen die neuen Bekannten dann Brüder, es rutscht über all diese Schranken jetzt drüber. Ich stell euch ins... Geht von dem einen Camp zu den anderen dann rüber. Nennen die anderen dann Brüder, ich rutsch über die Schlampen hinüber. Bloß man und Sorge dafür, dass euch keiner auch nochmal jemals hört und euer Geld verschwindet. Boah, kein Skandal, Digga, word. Schreib die Zeilen auf Blätter für dich, denn sie peilen den Dreck einfach nicht. Zeig mir einen. Das erinnert mich an die Stimme, nicht die Melodie, nicht der Flow, sondern die Stimmlage erinnert mich an irgendwas. Schreib die Zeilen auf Blätter für dich, denn sie peilen den Dreck einfach nicht. Nicht! Ja, zeig mir einen, der rappt so wie ich, der rappt so wie ich. Zeig mir einen, der rappt so wie ich. Ey, vergleichen ist besser, man ist. Denn der Scheiß, den du rappst, ist nicht sick. Rappst ist nicht sick. Das ist halt, okay, das ist halt Gary Washington so, und ne? Das ist, wie gesagt, ich sag's nochmal, damit ich das mit den Zeilen so, ne? Vergleiche dich besser mal nicht, denn der Scheiß, den du rappst, ist nicht sick. Vergleiche dich besser mal nicht, denn der Scheiß, den du rappst, ist nicht sick. Das sind austauschbare Zeilen halt so, ne? Und ich find's halt bewundernswert, dass er da so einen Fick drauf gibt, weil, oder dass er es auch schafft, einfach die Dinge so auf Blatt Papier zu bringen, wie er sie im echten Leben aussprechen würde. Weißt du, dass er da nicht hier dieses alles so verschmückt und so, ne? Aber das ist mir halt manchmal zu austauschbar, diese Zeilen so. Denn der Scheiß, den du rappst, ist nicht sick. Das ist halt so, da kannst du wirklich die ganze Zeit, du kannst für jedes Wort da drin gefühlt 500 andere Worte nehmen und der Sinn der Zeile ist trotzdem der gleiche so. Wisst ihr, wie ich meine? Rap's nicht sick.
Zeig mir einen, der rappt so wie ich. Du findest keinen in Dagger Skirt. Keinen vergleichbaren Rapper wie Mist, der rappt so wie ich. Zeig mir einen, der rappt so wie ich. Der rappt so wie ich. Zeig mir einen, der rappt so wie ich. Der rappt so wie ich. Zeig mir einen, der rappt so wie ich. Du findest keinen in Dagger Skirt. Keinen vergleichbaren Rapper wie Mist, der rappt so wie ich. Im Auto drückt der Song, Jodo Bonne. Ich glaube auch, der drückt definitiv. Der Song ist auch vom Sound geil, Digga. Ich habe auch nichts anderes gesagt hier. Ba, ba, ba. To be continued. Gary gibt aber auch Gas, Digga. Grüße gehen raus, mein Schatz.